Magnus Susan, seid ihr fertig? Können wir loslegen? Ja, gern, wir sind fertig. Perfekt. Susan? Perfekt. Also, wir fangen mal an. Also erzählt mal, ich habe den Screenshare offen. Wir sehen hier grob schon unseren Freizeitpark. Man sieht da Leute rumlaufen. Was ist passiert in den letzten Stunden? Es ist besser. Also, so, jetzt, ihr hört mich. Aktuell ist es besser. Sehr gut. Ich fasse nichts an. Ich drücke keinen Knopf. Magnus Susan, seid ihr fertig? Können wir loslegen? Ja, also wie ihr seht, sind wir jetzt hier vor dem Eingang unseres Freizeitparkes. Am Anfang unserer Challenge hatten wir auf der rechten Seite nur eine Beispielachterbahn. Und alles, was links vom Eingangshäuschen entstanden ist, haben wir also seit 18 Uhr in unserer Challenge gebaut. Ja, also wie ihr seht, sind wir jetzt hier. Cool, und da wollen wir die Leute jetzt mal mit auf eine Tour nehmen und mal durchlaufen und uns die einzelnen Attraktionen anschauen. Ne? Genau, wir würden jetzt die einzelnen Gruppen besuchen und die können kurz etwas zu ihren Attraktionen bauen, sagen. Da läuft Finn ja schon los. Dann folgen wir ihr mal. Cool, und da wollen wir die Leute jetzt mal mit auf eine Tour nehmen und mal durchlaufen und uns die einzelnen Attraktionen anschauen. Finja, da oben. Finja fliegt los. Genau, wir würden jetzt die einzelnen Gruppen besuchen. So. Etwas zu wir stehen vor der ersten Attraktion von Alisa und Marlene. Da läuft Finja schon los. Könnt ihr uns hören? Ja. Dann folgen wir ihr mal. Dann erzählt uns doch mal ein bisschen was zu eurer Attraktion. Was habt ihr gebaut? Ja, also wir haben ein Labyrinth gebaut. Und darin geht es darum, dass man schlau vorgeht und es gibt auch Sackgassen. Das Ende kann man nicht übersehen. Da ist ein weiß-rotes Band, also weiß-schwarz natürlich. Und da ist eine Überraschungskiste. Und da sind die tolle Sachen vorfinden und darum, dass man ich glaube, jeder, der in Survival Mode spielt, wird, glaube ich, damit glücklich sein. Das Ende kann man nicht übersehen. Da in diesem Labyrinth kann man sich ganz schön verirren. Gebaut von Alicia und mir. Ja. Okay, dann schauen wir uns das mal an, oder? Ja, gerne. Also, ihr müsst natürlich selbst den Weg finden. Das ist ja der Sinn des Labyrinths. Dann würde ich mal, wer läuft da durch? Susan oder Magnus? Ich folge euch als Kameramann. Susan, du bist jetzt Simon, wenn du das jetzt gerade steigt, Spiel weiter fortsetzen oder Programm beendet. Ja. Wie meinst du, Spiel beenden? Nein, jetzt hat sich wieder funktioniert, keine Ahnung. Also ihr seid verzerrt auch sowieso. Ja, ich weiß. Müssen wir dann hinterher das Recording ausspielen. Also das kriegen wir jetzt leider nicht gefixt. Keine Ahnung, wo das Echo herkommt. Das tut mir leid, aber das kriegt man nicht in den Griff. Wir haben es jetzt hier nicht, sonst machen wir das Recording und stellen es dann hinterher auf YouTube bereit. Sonst, die Kids müssen dann irgendwann ins Bett, sonst kriegen wir Ärger mit den Eltern. Genau, also ich folge mal hier der Susan und dem Magnus. Jetzt hat sich wieder in der auf also ihr seid verzerrt. So, ihr müsst jetzt alleine da durchfinden, oder? Ja. Ja, okay. Keine Ahnung, wo das wird witzig. Das tut mir leid, das kriegt man nicht in den Griff. Wir haben es jetzt hier nicht, sonst Alicia, kommst du hier hinten zum Ende? Dann können wir sie empfangen. Ah, ich habe schon ein bisschen verraten. Aus was habt ihr denn das gebaut? Ist das ja alles Algen, oder? Also, das sind Dschungelbuschblätter. Wir haben uns gedacht, ein Labyrinth, das würde ganz gut passen. Dann kann man auch ein bisschen durchgucken, aber nicht zu sehr. Und das verwirrt einen dann doch gleichzeitig. Ah, okay. Ich habe hier Schwierigkeiten, der Susan zu folgen. Nicht so schnell, aber da habe ich dich so. Ich glaube, ich bin auch nicht richtig. Eingang. Mist, ich hätte Magnus vor dem Sonnen denn das gebaut. Ja, aber ich muss ja zum Ausgang, nicht zum Eingang. Ach so, du bist am Eingang. Das ist sprich. Das ist natürlich auch gemein, dass das Labyrinth ein Dach hat. Dann kann man gar nicht erkennen, wo es ist. Sonst hätte man im Flugmodus mal schnell schauen können, wo es rausgeht. Ah, jetzt deswegen auch, wurde es ja zugebaut. Okay, ja, das ist mir extra gemacht, damit niemand spicken kann. Jetzt sehe ich zwar die Susan noch, aber ich weiß nicht mehr, wo du langläufst. Ah, da, okay. Du warst in der Sackgasse. Ja, ich gar nicht mehr schaffen, ich habe Susan gefunden.
Ach, schön. Ah, da kommt der Magnus ums Eck. Sehr cool. Bin ich jetzt wieder am Eingang? Wo gehen wir hin? Ich werde im Stream nicht schwindelig. Tja, das sieht witzig aus. Ich bin draußen. Ah nein, aber ist der Eingang. Ah ja, das habt ihr aber schwierig gebaut. Oder? Ja, Ausgang und Eingang sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, das ist so. Im echten Leben. So, also wem folge ich jetzt hier? Dem Ilja. Jetzt habe ich doch schon wieder den Magnus verloren, sowas. In der Sackgasse heilen. Tja, jetzt seid ihr wieder am Ausgang. Wenn ihr es gar nicht mehr schafft, sagt ihr es uns. Bisher ist noch niemand am Ziel. Doch, die Susan kommt schon gefährlich in die Nähe davon. Ich habe mich verlaufen. Ah, ich habe Susan gefunden. Ja, da sind wir. Sehr gut. Was steht hier? Ausgang? So. Also in beide Richtungen ist der Ausgang. Cool. Ja. Das war toll. Ah, da hinten seid ihr. Sehr schön. Hättet ihr einmal außen rumgehen können, dann hätten wir schon mal gesehen, wo der Ausgang ist. Hier seid ihr alle. Klasse. Perfekt. Sehr gut. Hier ist der Ausgang. In beide Richtungen ist der Ausgang. Und dann kommt man wieder zum Start. Aber wir fliegen mal kurz vor. Also es steht hier. So. Ausgang? Aha, das kann ich auch. So, zack. Also in beide Richtungen ist der Ausgang. Cool. Ja. So. Das war toll. Ah, da hinten seid ihr. Da sind wir wieder. Sehr gut. Also, das war unsere erste Attraktion. In welche Richtung gehen wir weiter? Perfekt. Nach rechts. Sehr gut. Hier ist der Ausgang. Nach rechts. Zu dem großen, zu dem weiß-roten Pyramiden-Dingsi. Orange. Also, es gibt gleich einen Lern-OS-Bonuspunkt. Ach. Welches Team hat das gebaut? Sehr gut, also das war unsere erste Attraktion. Das ist von Finja, Cedric und Susanne. Genau, ich habe ein bisschen mitgeholfen. Zu dem weiß-roten, Lagerfeuer, schick. Orange. Also erzählt mal. Ich würde sagen, Finja führt uns da mal durch. Finja, Cedric, erzählt mir. Ich weiß nicht, ob sie dich hören können. Ja, also wir haben hier ein Zirkuszelt. Das orange-weiße Ding ist ein Zirkuszelt. Und hinten ist ein kleines Lagerfeuer, zwei Trinkbuden und Bänke und Bäume. Kannst du mal vorgehen, oder? Klasse. Gehst mal vor, dann folgen sie dir vielleicht. Wenn es gut, sie fliegt. Das ist gut. So, dann gehen wir einfach mal hinterher. Ich frage mal, wie der findet. Oh. Eine richtige Arena. Ja, da können wir doch schon die nächste LernOS-Convention abhalten. Sorry, ich wollte Gäbe es Tiere, wären hier Tiere gewesen, aber... Die Tiere mussten wir leider vor unserer Challenge deaktivieren. Genau. Ich habe immer noch mal 9. Sehr toll, klasse. Mit Deckenbeleuchtung sehe ich, sehr schön. Genug Sitzplätze, Sitzgelegenheit und es lädt auch draußen gleich ein, bei sommerlichen Temperaturen hier sich in der Lounge niederzulassen. Hm, toll. Genau, also wir haben uns gedacht, die Fahrattraktionen, da sitzt meistens immer einer alleine drin. Und deswegen dachten wir, es wird mal was für die Gemeinschaft gebaut. Perfekt. Klasse, genau. Sehr gut. Ich sehe auch schon hier Daumen hoch, viele Lacher im Chat, genau, obwohl der Ton immer noch schlecht ist wahrscheinlich. Super, dass ihr trotzdem aushaltet. Wir werden dann auch die Bewertung so machen, dass wir das Video teilen auf YouTube und dann eine E-Mail nochmal an alle schicken, dann können sich das alle anschauen und dann kriegt man eine richtig gute Abstimmung dann am Ende. Okay, so, also dann schalt mal, wo ich hier mit der Kamera hin muss. Wo gehen wir als nächstes hin? Dann gehen wir zur Gruppe 3. Genau, das Riesengebäude hier geradezu. Wir werden dann auch die Bewertung so machen, dass wir das Video. Ja, willkommen. Das Riesen, das ist ja echt riesig, gigantisch. Wie lange habt ihr denn da dann gebaut? Habt ihr da um 6 erst angefangen heute? Bitte nach 6. Wow. Genau, das ist das Bauwerk von Laura und Ilyali. Ilyali sind sozusagen meine drei Töchter. Aha, schön. Und ja, ich habe auch ein bisschen mitgebaut. Ja, willkommen. Aber wenig. Ja, das ist echt riesig. Wenig. So wie du Susanne auch nur wenig gebaut. Genau. Und wenn du jetzt ein Stück zurückgehst, siehst du in der weißen Wand, die übrigens aus Schnee gebaut ist. Genau, ein Stück zurück, Moment, ja, okay. Ja, so.
Jali sind sozusagen meine drei. Was erkennst du? Weiße Wand, die aus Schnee gebaut ist. Ein Tiptoy-Stift und eine Torwand. Ah, okay, also das links ist ein Kreis. Und das rechts ist ein Sketchnote-Stift. Ja, okay. Sketchnoting-Guide. Okay, das gibt da gleich wieder einen S-Plus-Punkt. Sehr cool. Super. Moment, ich gehe da gleich mal in den Flugmodus und schaue mir das von oben an. Dann können das alle auch mal sehen. Schneller Flugmodus, genau. So, also hier, ach du Schande, das ist ja riesig. Da sind ja auch noch Treppen innen und so weiter. Da müssen wir jetzt durchlaufen. Laura, willst du noch was erzählen? Ja, wenn damit das kann ich ja so möchte, kann ich gerne tun. Wir haben ja auch eine Achterwand gebaut und dann ihr könnt da in der Achterwand da reingehen. Dann laufe ich mal rein, okay. Muss ich mir da einen eigenen Wagen irgendwo hinsetzen oder stehen wir irgendwo? Da steht keiner, aber da wo du bist, da ist der Eingang. Genau. Da ist der Eingang, also hier stelle ich mir einen hin und dann... Und dann fährst du so gelb halt. Also machen wir das mal. Ich hole mir hier, für die, die noch nie Mindtest gesehen haben, man holt sich hier aus dem Inventar so ein Card, stellt es hier drauf, klickt da rein und schiebt an. Ups. Muss ich mir da einen eigenen Wagen irgendwo hinsetzen oder stehen? Dann muss ich, glaube ich, mit einem anderen gehen. So, jetzt geht es, glaube ich, los. Ich habe auch da gestellt. Ich habe nicht genug Schwung, glaube ich. Das ist eine falsche Richtung. Also machen wir das mal. Achso, muss ich nach unten fahren? Ja. Ich gehe in der Richtung. So, Moment, Kameraperspektive. So, jetzt habe ich aber gebremst. Jetzt muss ich Gas geben, oder? Ja, da wo gelb ist, dann fängst du ungefähr so in diese Richtung. So, Moment, so, jetzt hier, da steht auch schon eine. Moment, ich gebe hier mal Stoff ein bisschen. So, jetzt geht's los. Achso, muss ich noch oben rum, einmal hoch, einmal rüber. Oh Gott, da kommt jemand. Hoffentlich kommt er nicht auf meiner Bahn entlang. Ah, mir ist schwimmt das. So, jetzt habe ich mal. Und dann kannst du da, wo du bist, dann ziehst du die LernOS. Geil. Das ist der Turm des Wissens und deswegen steht LernOS da oben drauf. Cool, vielleicht im Dunkeln leuchtet es auch. Das ist perfekt, da können wir nachher gleich mal die Uhrzeit auf 0 Uhr stellen. Da wird gebremst, sehr gut, dass man unten nicht rausfällt. Oh, riesig, außenrum, genau. Wer Lust hat, im Nachgang da auch mal zu fahren, wir lassen die Mindtest-Welt auf jeden Fall eine Woche noch offen. Also da könnt ihr gerne am Wochenende oder unter der Woche oder so noch mal reinschauen. Hier kommt die Bremsung und ich halte an. Sehr cool, hinter mir kommt noch einer. Wer kommt da? So, wir sind deckungsgleich. Okay, perfekt. Sehr gut, Loop. Ja, Loop, ja. Wir haben Loop im Ton. Das stimmt leider. Ich sehe den Enno schon, das ist schön. Konzert ist gesichert. Die Frage war von der Uta im Chat, den Link zum Konzert. Ihr findet in der Navigation Konzertraum, da ist dann der Link, wo man reinkommt. Okay, klasse. Also dann schauen wir mal noch eins weiter. Da kommt auch noch einer angeflitzt. Ups, jetzt überfährt mich die Lore hier fast. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt haben wir schon alle drei Teams erwischt. Ah, klasse, dann sind wir schon einmal durch. Super. Was ist denn das? Aber den Turm, da hat man auch noch nicht gehabt, oder? Wer hat den gebaut? Genau, da hat auch jemand gebaut, aber wir wissen nicht, wer. Okay. Ah, der unbekannte Freizeitattraktionsbauer. Super. Genau. Genau, ich würde sagen, nachdem wir jetzt im Stream Tonprobleme hatten und wahrscheinlich der eine oder andere nicht bis zum Ende zugehört hat, ich werde die Aufnahme von der Vorführung auf YouTube teilen und dann schicken wir den Link an allen, dass alle abstimmen können und dass wir auch ein sauberes Ergebnis für die Abstimmung haben. Dass wir da irgendwie wirklich die drei Bahnen bewerten. Und dann kriegen natürlich alle drei Teams einen Preis, weil ihr habt das super gemacht. Das finde ich total cool, dass da jetzt sowas entstanden ist. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne auch noch ein bisschen weiterbauen. Vielleicht nicht mehr heute, dann gibt es Ärger mit den Eltern wahrscheinlich. Und fürs nächste Mal testen wir nochmal einmal besser, wie das im Stream mit dem Ton funktioniert. Also es gibt viel Applaus im Chat. Danke euch. Ich würde jetzt aus dem Discord mich ausklinken und dann zu dem Enno rüber switchen, hoffentlich. Habt ihr super gemacht. Macht's schön. Danke auch dir, Magnus und Susan fürs Betreuen. Gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da. Ja, vielen Dank, Susanne, für die Freude. Speziell. Vielen Dank. Dir auch, danke, Magnus. Ja, euch allen vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben da hinten noch irgendwo natürlich unsere Treppchen. Genau. Aber das machen wir dann, wenn wir die Siegerehrung durch haben. Richtig. Sehr gerne.